Biscoff Lotus Trileche. Einfach, köstlich, saftig und liegt nicht schwer im Magen. Probiert's unbedingt aus. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Hallo meine Lieben, ich mache heute Trileche. Allerdings nicht mit Karamell, sondern mit Lotus Biscoff Cream. Das ist so ein Brotaufstrich, den gibt's auch crunchy, also creamy ist schön cremig und crunchy, sind noch mit Stückchen mit dabei. Und ja, wir fangen direkt mit dem Biskuit an und ich benötige 4 Eier. Die meisten trennen die Eier. Also Eiweiß wird zuerst steif geschlagen und dann das Eigelb. Ich mache das so, ich nehme direkt 4 Eier in eine Rührschüssel, gebe dann Zucker hinzu und das Ganze wird jetzt 5-10 Minuten mit dem Handrührgerät schaumig aufgeschlagen. Ihr könnt natürlich auch die Küchenmaschine benutzen. Und das ist eigentlich egal. Wir starten. Idealerweise sollten die Eier auch auf Zimmertemperatur sein, damit ihr es richtig fluffig bekommt. Je länger ihr die Eier schlägt, desto fluffiger wird es. Also nicht zu kurz. Nehmt euch die Zeit. Dann spart ihr euch auch das Eiertrennen. Als nächstes gebe ich ein wenig Milch hinzu, ebenfalls Zimmertemperatur, nicht direkt aus dem Kühlschrank, und ein wenig neutrales Öl, Pflanzenöl, Sonnenblumenöl. Das Ganze wird jetzt erstmal kurz auf niedriger Stufe untergerührt. Und dann kommt Mehl hinzu. Das Mehl auch ebenfalls nur ganz kurz unterrühren, sonst rührt ihr euch wieder die Luft, die ihr hineingearbeitet habt, wieder raus, wenn ihr zu lange rührt. Das muss reichen, den Rest mache ich mit dem Teigschaber. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Meine Auflaufform hat eine Länge von 35 cm. Die habe ich ganz, ganz leicht eingefettet. Und das kommt jetzt hinein. Und jetzt ganz wichtig, direkt in den vorgeheizten Backofen. Wie schon erwähnt, auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Je nach Backofen für ca. 20-30 Minuten. Wie gesagt, es ist wichtig, direkt in den heißen Backofen reinschieben, nicht erst den Teig fertig machen, stehen lassen, Backofen vorheizen, sonst geht euch die ganze Luft wieder aus dem Teig heraus. Trileche heißt ja eigentlich 3 Milchsorten. Und jetzt bereiten wir schon mal die Tränke vor. Ich habe hier Milch, Sahne und Kondensmilch, gezuckerte Kondensmilch. Üblicherweise soll man irgendwie eher Ziegenmilch nehmen oder sowas ähnliches. Ich nehme hier die ganz normale Kuhmilch. Wenn ihr habt und mögt, könnt ihr auch gerne Ziegenmilch nehmen oder Schafsmilch. Ich gebe das jetzt einfach hier alles zusammen. Milch mit Sahne und die gezuckerte Kondensmilch. Das wird dann miteinander verrührt. Und das stellen wir so lange beiseite. Der Kuchen hat jetzt ganz genau 20 Minuten bei mir gebraucht. Der wird jetzt noch heiß mit der Tränke übergossen, aber vorher mit der Gabel einstechen. Ganz oft, damit auch die Tränke schön einziehen kann. Übrigens bedanke ich mich nochmal an der Stelle für all die Abonnenten. Wir haben 10.000 Abonnenten geschafft. Vielen, vielen lieben Dank. Ohne euch wäre das nicht möglich. So, die Tränke kommt jetzt einmal hier drauf. Und das wird jetzt komplett auskühlen lassen. Und in der Zwischenzeit
saugt sich der Kuchen bzw. der Biskuit auch dann mit der Milch einmal auf. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Sahne aufschlagen für die Creme obendrauf. Hier habe ich jetzt 500 ml Schlagsahne. Da hinein gebe ich 2 Päckchen Vanillezucker und das wird jetzt einmal aufgeschlagen. Und so nach circa einer Minute, 30 Sekunden, 60 Sekunden gebe ich dann sahnefest hinzu. Die Schlagsahne wird jetzt hier einmal gleichmäßig und glatt drauf verteilt. Am einfachsten geht es, wenn ihr so eine kleine Palette habt. Dann könnt ihr das schön gleichmäßig drauf verteilen und vor allen Dingen auch glatt. Das stelle ich jetzt so lange in den Kühlschrank und dann widmen wir uns der Lotuscreme. Dazu einfach die Creme im heißen Wasserbad einmal erwärmen. Ihr könnt es aber auch gerne in der Mikrowelle machen. So lässt sie sich besser auf den Triletschekuchen drauf verteilen. Die Lotuscreme zwischendurch mal immer umrühren, dass auch wirklich alles schön fließend wird und keine Klumpen dran sind. Das gebe ich jetzt ganz vorsichtig hier drauf. Und dann vorsichtig hin und her schwenken, dass auch alles wirklich bedeckt wird. Und weil wir doch eh schon Werbung, kostenlose Werbung machen, kommt jetzt der andere Brotaufstrich dazu. Nuss-Nougat-Creme, ihr wisst schon, Nutella. Und da mache ich mir jetzt einmal längs und einmal quer die Streifen drauf. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt nur für längs. Mal gucken. Ihr könnt die Deko ja so machen, wie ihr gerade lustig und launig seid. Ups. Dann nehme ich mir einfach so einen Zahnstocher. Gehe dann einmal hier so entlang. Einmal rauf, runter, rauf, runter. Dann bekommt ihr hier so ein schönes Muster. Schaut euch doch mal dieses wunderschöne Prachtexemplar an. Zum Schluss habe ich hier noch am Rand geröstete und gehackte Haselnüsse dekoriert. Das gibt dem Ganzen nochmal einen schönen optischen Blick. Ich zeige euch jetzt mal ein Stückchen davon. Ich möchte gar nicht reinschneiden. Ihr könnt das mit dem Messer ganz normal in Stücke schneiden. Ich habe hier so ein Servierlöffel und dann kriegt ihr das erste Stück und dann zeige ich euch mal, wie saftig das geworden ist. Schaut mal hier, der Biskuit ist schön mit der Milchstränke, hat sich schön vollgesogen und jetzt geht's zum Taste-Test. Wirklich super lecker, einfach. Probiert es unbedingt aus. Schreibt mir in den Kommentaren, wie euch das Rezept gefallen hat. Falls ihr einen Triletschekuchen machen möchtet, habe ich noch eins mit Erdbeerpüree. Verlinke ich euch gerne unter dem Video in der Beschreibung. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal, eure Rabea. Bye bye.